So, jetzt gehen wir hier zum Depot. Kommen die schon dort runter, dort lang? Ja, das geht. Ach so, für die DT-10 brauche ich einen Ölbohrturm. Naja, dann knallen wir da einfach mal random hier einen hin. Einfach, damit wir die bessere Lok kriegen. Lagerhalle ist zu nah. Ach, wir machen das einfach jetzt. Hä, wo soll denn das hin? Ach, bestimmt auf die Wüste hier, hä? Ach, machen wir das einfach mal. Jetzt fehlt mir die, jetzt fehlen mir die Ziegelsteine. Oh. So, das Ding habe ich jetzt gebaut und jetzt habe ich die Lok. So, das nehme ich aber nicht in Betrieb. Wenn ich das jetzt abreiße, ist dann die Lok wieder weg? Ach, es ist eine Diesellok und die braucht Öl. Ne, dann geht das nicht. Da muss ich erst die ganze Ölinfrastruktur aufbauen. Aber gucken wir mal, ob die jetzt weg ist, die Lok. Nö, die gibt's noch. Ha, gut ausgetrickst. Aber eigentlich sieht es gar nicht aus wie ein Diesellok. Naja, ist ja egal. Oh, neuer Wagen. DT-10. Höchstgeschwindigkeit 90. Na gut, das ist egal. Die kann ja eh bloß... So, 120. Und nur Arbeiter, bitte. Und... Ja, weil OSM-Dings ja nur ein Rückbahnhof ist. Wir machen den Tender mal hinten dran. So, und dann machen wir noch für die Lehmgrube. Da reicht aber, glaube ich, eine Lok, die bloß vorne rumfährt, ne? Weil die hier immer umlenken. Genau. So, dann muss ich natürlich erst die Route wieder einstellen. Ja, ja, das Routenbasteln ist ja nicht ganz so einfach. Oder schon relativ intuitiv. Intuitiv heißt das, ne? Nicht in, was wollte ich sagen? Ah, egal. Ihr wisst, wie es gemeint war. Aber trotzdem finde ich, dass, wie es bei OpenTDD ist, der Routenbau, das ist halt immer noch, ja, wiederhole ich mich gerne mehrfach. Das ist und bleibt einfach für mich der Goldstandard. Wie so eine Route auszusehen hat. So, was haben wir hier? Einen Tankwagen brauchen wir noch nicht, einen Gondelwagen. Den haben wir auch noch nicht. Was doch eher so irritiert ist, dass die Sachen, die wir noch nicht haben, die haben einen weißen Text und die Sachen, die wir haben, die haben einen, ja, einen so ein bisschen leicht gelben Text. Es wäre eigentlich gut, wenn das ein bisschen deutlicher ausgegraut ist, wenn zum Beispiel einfach hier dieser braune Hintergrund sowieso grau ist, dass man gleich hier sieht, oh, irgendwas stimmt da noch nicht. Aber ist natürlich wie so oft nur meine Meinung. So, wie war die Länge? 16? Ach, das ist das zu lang. Guck mal, den Tender nach hinten, das finden die bestimmt gut. So, und das Ganze nochmal kopieren, dass wir zwei haben. Achso, jetzt kann ich es auf Lehm einstellen. Na gut, das ergibt sich ja eigentlich da aus dem Dings da. So, kommt der Zug jetzt hier einfach einmal an. Vielleicht. Das ist jetzt der. Ah, wo ist der Passagierzug? Guck, wir haben schon zweimal die Runde gemacht. Ach, dort kommt er. Die sind voll. Okay. Dann produzieren sie jetzt schön. Mal gucken, ob die voll werden. Ja. Na gut, der eine wird fast voll. Warte mal, stell den einmal auf Vollladen, weil wenn die dann so leer losfahren, das ist irgendwie
Das ist irgendwie dumm. Haltbedingungen hinzufügen für volle Fracht. Zack. Ganz einfach. Oh, jetzt staut sich's da. Aber hier scheitert es immer noch an den Arbeitern, dass die nicht ganz voll werden. Deshalb kann die Ziegelei auch die volle Kapazität nicht ausnutzen. Ach komm, wir sind doch 400 und auf Lager. Die müssten doch mal abgeholt werden. So, jetzt 150 produzieren sie. Und jetzt können wir doch uns hier so einen kleinen Vorrat antüdeln. Und uns vielleicht, was haben wir noch? Stahl, Diesel. Wobei nochmal so die Diesellok, das wäre schon cool, ne? So aufwerten. Und was machen wir hier? Lagerkapazität erhöhen. Bei der Hopfenfarm, ja gut, da gäbe es Brauerei. Diesel, Stahl. Stahl pro Minute, was scheitert denn eigentlich da? Pro Minute. Na gut, dann müsste man wieder mehr Leute bauen. Aber Stahl brauchen wir im Moment auch gar nicht so sehr. Ne? Das wäre eher so ein Ausbau, wenn man jetzt sagt, okay, für irgendwas fällt dann Stahl in der Wartung an. Und dann muss man das halt Kartoffel ist auch irgendwie, na gut, Kapazität ist ein bisschen mehr, aber ja. So, Hopfenfarm. Was wollen wir bei dem Diesel eigentlich? Eine Ölraffinerie. Na gut, bei der Ölraffinerie, da brauchst du wieder dann ein Lager, wo man das hinbringt. Dann musst du das Zeug ja auch wieder verteilen. Dann machen wir erstmal die Hopfenfarm, würde ich sagen. Packen wir die hin. Genau, und bei einer potenziellen neuen Staffel würde ich auch eigentlich gern so diese Wege ein bisschen weiter bauen, dass zum Beispiel sowas wie hier alles ineinander gequetscht. Das muss ja auch nicht sein. Da kann man dann eigentlich schön die Begebenheiten. Ja, die Ziegelei, die hat irgendwie Arbeiterprobleme hier. Ich meine, das klappt da zwar mit denen, mit der Wartung, aber das ist immer noch so ein bisschen, dass da nicht die Leute reingehen. Die Hopfenfarm, wo kann man die denn mal? Mal bauen, passt die einfach, wenn ich jetzt sage, na gut, ich mache hier geradeaus. Die Hopfenfarm muss doch bestimmt irgendwo hin, wo also in den gelb schraffierten Bereich passt sie nicht rein. Das heißt, ich würde dann irgendwie die ja schon eher da würde ich die hinstellen. Bauen wir die mal schnell, bevor die wieder hier ja, das war jetzt, glaube ich, nicht gut, das dahin zu bauen. So, jetzt 240.
Oh, die brauchen auch, Fachkräfte, sehe ich gerade. So, aber zählt das jetzt schon als... als Dings? Ja, ne? Jetzt bauen wir erstmal den Bahnhof hin. Ja, wo kettle ich den denn jetzt an? Das war jetzt, glaube ich, nicht so geschickt gemacht. Hier sind die ganzen Flüsse, die Seen im Weg. Wahrscheinlich müsste man das noch hier abzweigen und dann, naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich baue erstmal einen Bahnhof hin. So, Länge 20, nee. Wir machen das wieder dreigleisig. Nee, so nicht. Brücke drüber. Verteilerzentrum dran flanschen. Gut, das ist dran geflanscht. So, okay, dann machen wir einfach. Lass uns einfach hier gerade. Nee, halt. So, hier abzweigen. Ich mal eine Brücke drüber machen, damit der Stahl auch mal ein bisschen zum Einsatz kommt. Ach so, da oben war das ohne ganz schön weite Strecke. Aber wie gesagt, es hat den Vorteil, dass das dann alles nicht so... Ach so, hier komme ich wieder von der falschen Seite. Für Rechtsverkehr. Naja, ist es halt so. So, und der kommt dann... Ah, gut, ich glaube, ich mache den auch einfach... Ich mache den, glaube ich, auch einfach hier drüber. Und tüdel das dann hier so an, auch wenn das natürlich nicht optimal ist. Nicht genug Treibstoff. Oh, jetzt fangen sie wieder an mit der Treibstoffproblematik. Gut, vielleicht sind die Dieselloks ja dann auch irgendwie effizienter. So, die Brücke. Ach, hier oben steht das Signal für die Brücke. Habe ich gerade gar nicht gesehen. So.